Hallo Klickenabendler, wir sind beim Kosmos Verlag. Neben mir ist die Sabrina. Hallo. Und der Julian. Hallo. Und die erklären uns jetzt wunderbar alle Kosmos-Neuheiten für euch. Sehr gern. Auf geht's. Los. Wir haben auch was für Fantasy-Liebhaber, und zwar 5-Minute-Dungeon. Ich denke mal, das dauert relativ kurz. Vielleicht 5 Minutes? Okay, was machen wir bei dem Spiel? Also, es ist erstmal ein kooperatives Echtzeitspiel. Deswegen Echtzeit. Wir haben also tatsächlich nur diese sagenhaften 5 Minuten, um ein Dungeon zu bewältigen. Okay. Es ist kooperativ, es ist originell, es ist hektisch. Ich möchte euch erstmal einen groben Überblick verschaffen, bevor wir es dann einfach mal spielen, dass ihr auch wisst, wie es dann funktioniert. Was heißt das? Dungeon. Das heißt, wir kämpfen uns durch ein Dungeon. Genauer genommen kämpfen wir uns durch 5 Dungeons. Das heißt, waren wir besonders gut als Team in einem, dann dürfen wir ein weiteres angehen. Das heißt, haben wir alle Herausforderungen gemeistert innerhalb der 5 Minuten? Großartig. Das Tolle ist auch, es gibt steigende Schwierigkeitslevel, also einmal von Dungeon zu Dungeon. Und ihr seht schon, ich habe euch das hier hinten mal kurz hingelegt. Also wir fangen mit dem ersten an, das ist der Babybarbar. Nur sagen wir mal, den schaffen wir zusammen. Und dann steigern wir uns hin zum 2., 3., 4., 5. Was haben wir denn eigentlich in so einem Dungeon-Deck drin? Das heißt, wir haben zum einen den Boss, den es zu besiegen gilt, und zum anderen sogenannte Dungeon-Karten oder ein Dungeon-Deck. Dort finden wir entweder Monster, Hindernisse, verrückte Personen oder einfach Ereignisse, die einem sagen, genau das muss ich machen. Also, diese Karten müssen wir besiegen. Was haben wir zur Auswahl? Also, wir haben zum einen eine Heldenfähigkeit, die haben wir gewählt. Das heißt, kriegt jeder ein Tableau, das kann man hier zum Beispiel sehen. Und natürlich auch hier. Und was hat dieses Tableau Besonderes? Jedes dieser Helden hat eine besondere Fähigkeit, das kann man hier mal sehen. Der würde zum Beispiel, wenn man 3 Karten auf den Ablagestapel legt, die Zeit stoppen können. Und das geht sonst nicht, weil 5 Minuten, ihr seht, großer Druck im Team gemeinsam. Einfach mal ganz kurz sagen, durchatmen, sich sammeln. Das haben wir. Dann haben wir ein sogenanntes Heldendeck. Und ein Heldendeck, das unterscheidet sich zwischen den Helden ein wenig. Aber was alle drin haben ist, würde ich euch gerne hier zeigen, verschiedene Ressourcenkarten. Also, da gibt es mal eine Ressource und manche Karten haben 2. Und zusätzliche Aktionskarten. Das bedeutet, manchmal muss ich Ressourcen abgeben, seht ihr ja, um zum Beispiel ein Monster zu besiegen. Oder aber ich habe die Möglichkeit, ey, ich muss gar keine Ressource abgeben. Ich spiele sofort diese Ereigniskarte und da darf ich in dem Fall ein Hindernis sofort beseitigen. Jetzt habe ich gesagt, Schwierigkeitslevel steigt, und zwar von Dungeon zu Dungeon. Das ist das eine Gimmick, um die Spannung bis zum Ende zu halten. Die Besonderheit ist aber auch, dass die Schwierigkeit innerhalb des Dungeons variabel ist. Das heißt, bevor wir anfangen zu spielen, entscheiden wir uns, je nachdem wie viele dieser Dungeon-Karten wollen wir denn besiegen. Das heißt, im Spiel zu zweit haben wir die Wahl, die Lehrlingsvariante zu spielen, die Helden oder aber Master Dungeon. Da ich Probe gespielt habe, fange ich definitiv mit Lehrling an. Das an der Stelle schon mal vorab. Eine Besonderheit. Es gibt hier nicht umsonst die Decks. Zu Beginn hat jeder 3 dieser Karten auf der Hand. Ich zeige euch die jetzt einfach mal kurz. Das heißt, jeder, der mitspielt, zieht 3 Handkarten und immer, wenn wir etwas ablegen im Laufe des Spiels, das heißt, egal ob auf den Ablagestapel oder um etwas zu bekämpfen in die Mitte, ziehe ich immer wieder auf 3 auf. Ihr seht, ich habe hier einen Pfeil, ein Schild und die Möglichkeit, eine beliebige Ressource zu haben. Wichtig ist, und das werdet ihr gleich sehen, wir spielen gemeinsam. Das heißt, wir kommunizieren miteinander. Wenn ich hier nur das in meinem Köpfchen alleine mache, bringt mir nicht. Das heißt, Kooperationsspiel heißt, wir nutzen gemeinsam unsere Heldenfähigkeiten, unsere Ressourcenkarten und unsere Aktionskarten. Genug erzählt, es wird Zeit, dass wir spielen. Das heißt, an der Stelle brauche ich Julian. Und wir legen dann einfach los. Auf die Plätze, fertig, los. Okay, erste Karte, Julian, Zeit läuft. Person. Ich habe einen Pfeil. Und ich habe eine magische Ressource. Also nächstes Ding. Ich habe nichts davon. Kannst du Monster, leg 3 ab, du kannst Monster beseitigen. Zieh 3 neue, wunderbar. Person. Ich kann nur ein Hindernis. Ich habe ein Schild, eine Rolle, was hast du? Mir fehlt es. Hast du was Person? Passendes? Ich hätte... Sonst die heilige Handgranate? Ja, wir nehmen die heilige Handgranate. Großartig, komm, weiter geht's. Ich habe nichts davon, wirklich nichts. Das ist nichts. Schön, ich habe einen Sprung. Doch, ich habe die Rolle. Die Rolle, was brauchen wir noch? Ich habe den Pfeil. Haben wir alles? Ja. Schild. Ist das ein Monster? Nein, es ist kein Monster. Stoppen, ich bin überfordert. Oh, Miniboss, ich biete das und sonst nichts. Pfeiltrank, jeder zieht 3 von seinem Ablagestapel. Ja, irgendwelche? Ja, nee, super, der bringt mir gar nichts. Danke, war eine aber gute Idee. Aber ich habe immerhin 3 Pfeile. Ja, komm, leg. Ich habe ein Schild. Die Zeit ist, glaube ich, schon längst weg, du. Komm, wir halten die Zeit noch mal an. Ich habe den göttlichen Schild. Wir haben noch 2 Sekunden auf der Uhr.
Haben wir noch 2 Sekunden? Ja. Ich darf noch einmal auffüllen, uns fehlt zu viel. Zu viel. Das wird in eine enge Kiste. Also ich glaube... Was? Wir sind geschafft. Wir haben es nicht geschafft. Wir versuchen es nochmal mit mehr Mitspielern. Wir brauchen bessere, wir brauchen erfahrene. Und wir sind total froh. Nein, Mist. Was wollte ich eigentlich sagen? Weiß ich nicht. Bernadette, wir haben es gleich geschafft. Komm, wir waren nicht schlecht. Hallo Klickenabendler. Wow. Ja. Hallo Klickenabendler. Wir sind in Nürnberg im Kosmos Verlag. Jetzt habe ich genuschelt, oder? Verdammt. Entschuldige bitte. Oh, das ist der schwierigste Take hier. Ja, ist unglaublich. Alles schon voll fertig. So, jetzt komm. Jetzt kann es dich besser Schaka laufen. Okay. Hallo Klickenabendler, wir sind beim Kosmos Verlag in Nürnberg und neben ist die Sabrina. Hallo. Und der Julian. Hi. Und ich finde es total toll, dass wir so professionelles Erklärzeug bekommen. Sag mal, was ist das? So professionelles Erklärzeug. Ich wollte sagen, dass ich hier so professionelle Erklärer habe. Erklärzeug. Wir sind Zeug? Ich kam nicht auf den Namen Erklärer. Wir haben hier Dings und Bums und die erklären Zeug. Ja, und Steffen genau. Ist der Zeugwart, ne? Zeugwart ist doch auch geil. Oh Mann, jetzt geht's aber. Hallo Klickenabendler, wir sind auf ne...